zu Frühstück. Ne? Woche. Gibt's noch Kaffee? Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist schon ausgezuckt, wenn ich in Stöckelschuhen deinen englischen Rollrasen betreten habe. Und jetzt? Die Zeiten ändern sich. Die Menschen ändern sich. Der Rasen ändert sich. Bist du jetzt unter die Philosophen gegangen? Nein, unter die Realisten. Ist das jetzt dein neuer Freund? Ja. Stört's dich? Der Typ hat zwei Menschen umgebracht. Oh, wirfst du den ersten Stein? Willst du jetzt mit ihm kuscheln? Caro, du bist so lustig. Hadi, was soll das Ganze? Willst du es wirklich wissen? Ja, bitte. Wir härten uns ab. Im kuscheligen Zweimannzelt? Ja. Da draußen tobt der Krieg, okay? Das ist Survival. Verstehst? Bivakieren in der Wildnis. Da draußen? In unserem Garten? Ja, da draußen ist der Dschungel. Also das ist mir neu, dass so ein Bioteich die gleichen Gefahren birgt wie das Okavango-Delta. Papi, du hast so überhaupt keine Ahnung. Da draußen gibt's Wespen, da gibt's Spinnen. In der Nacht ist das ganze Zelt voller Gelsen. Ja? Wir härten uns ab und dann kann uns die Welt da draußen nichts mehr anhaben. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass man die Welt vor euch beiden beschützen muss, besonders vor ihm. Hadi, der Typ geht über Leichen. Wie kannst du dich auf so einen Menschen einlassen? Weil ich sonst keinen mehr habe. Was ist mit mir? Was ist mit uns? Ja, was ist mit dir? Was ist mit uns? Siehst du? Genau dieselben Fragen stelle ich mir auch. Na schau, kommt ja zur rechten Zeit der Trost aus dem Internet. Besser noch als Trost vom Teufel. So, da habe ich dir schon Mehlspeisen vorbereitet, damit du nicht verhungerst da draußen im Dschungel. Danke. Gut Luck. Joachim, Frühstück, Schnitzi. Kann ich bitte aufs Klo gehen? Also nur einmal, damit ich es richtig verstehe. Diese Maria Schneider hat dir ein Kuvert gebracht. Ein paar Tage, bevor der Jörg auf die Waltraud Steinberg geschossen hat. Ja, wie oft denn noch? Gibt's noch eine Diätmarmelade? Im Kühlschrank. Ich muss wirklich dringend aufs Klo. Ich, oh Gott, ich war seit gestern immer auf dem Häusl. In dem Kuvert war ein Kugelschreiber, ein Hundsordinärer. Ich hab grad Diploma gemacht und dann war ein Wind. Und ich hab das einfach vergessen. Papa! Bring mir jetzt endlich los! Was ist mit dem Kugelschreiber? Das ist Freiheitsberaubung, was Sie da machen. Nein, das ist Notwehr. Immerhin wollten Sie meine Frau vergewaltigen. Wieso bin ich dann gefesselt? Weil ich dir davon nichts glaub. Ich rufe jetzt die Polizei. Tut da keinen Zwang an. Also, was hat das jetzt mit dem beschissenen Kugelschreiber an sich? Hm? Wir alle Herrinnen wissen, dass der Jörgl vielleicht ein Trottel, aber kein Mörder ist. Der Bursch schießt nicht auf eine unschuldige Frau. Mit 12 hat er mit einem Luftdruckwerf mich geschossen. Ja, aber du bist auch nicht unschuldig. Schau dir seine verpfuschte Kindheit an. Ich seh's. Ich spüre das heute noch. Herrgott, das ist doch nie und nimmer eine Diätmarmelade. Na, eh nicht. Das ist eine Diätkonfitüre. Mama, bitte, ja? Nur nicht kleinlich sein, ja? Du hast schon genug Unheil angerichtet. Was ist jetzt? Wenn ich Ihnen die Wahrheit sage, binden Sie mich dann los? Na ja, sicher. Und darf ich vorher aufs Klo? Na ja, sicher. Wir sind in der Vorstadt und nicht in Guantanamo. Oh, geschwind bitte. Zweite Tür rechts. Und was ist mit mir? Das gibt's doch.
Was ist? Haben wir Probleme mit der Prostata? Du Sauwort! Was ist jetzt mit der Erklärung? Mama! Papa! Bruno! Scheiße! Der Papa hat gerade seinen Schlaganfall gehabt und du hast ihm einen über den Schädel! Ich? Ich habe ihm gegen einen Haxen getreten. Du hast ihm am Schädel gehabt. Er kann sterben! Papa! Bruno! So, wo ist der Scheißdick? Was? Wo ist der Scheißdick? Im Auto. Wo ist das Auto? Habe ich verkauft. Das darf nicht wahr sein. An wen? Was willst du machen, wenn die Walli aus der Reha zurück ist? Die wird dann die Fini wiederhaben wollen. Ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, ich setze mich mit der Kleinen nach Guatemala ab. Oder Kuba, das soll auch nicht schlecht sein. Wirklich? Mama, es war nicht ernst gemeint. Ich habe keine Ahnung, aber mir blutet jetzt schon das Herz. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Vielleicht sollten wir alle beide abhauen. Also wir alle vier. Warum hast denn du den Timo angelogen? Ich meine, es ist doch der Vater von deinem Baby. In Wahrheit machst du mit ihm nichts anderes als das, was die Walle mit mir auch gemacht hat. Weil es nur Probleme gibt und ich habe eh schon genug. Mama, weißt du, was ich nicht verstehe? Was? Warum bist du noch mit Papa zusammen? In Wahrheit liegt eure Ehe seit 10 Jahren im Koma und ihr haltet sie nur noch künstlich am Leben. Das hast du schön gesagt. Vielleicht schaffe ich es einfach noch nicht, die Beatmungsgeräte abzustellen. Du hängst an Menschen nach, den es schon lange nicht mehr gibt. Ja, ich weiß. Ja, was denn? Na, was denn? Was denn? Hallo, kleiner Mann. Hallo. Hallo. Ja, schau. Ja, grüß Gott. Guten Morgen. Ja, was denn?